Hey, wenn du Star Wars Fan bist und dich spannende Fragen und Stories sowie Neuigkeiten rund um Star Wars Universum interessieren, dann schenk dem Kanal doch ein Abo. Kostet nichts und hilft mir sehr. Die Order 66 gilt sicherlich als eines der bedeutendsten Ereignisse in der späten Geschichte der Galaxis, wenn nicht sogar als das bedeutendste. Im Film sehen wir aber nur einen Bruchteil von dem, was sich wirklich auf den unzähligen Planeten abspielte. Aber haben die Kampfdroiden während der Order 66 dann eigentlich Seite an Seite mit den Klonen gekämpft? Die Klonkriege waren ein galaxisweiter Konflikt zwischen der Galaktischen Republik und der Konföderation unabhängiger Systeme, welcher vielen Sternensystemen nichts anderes als Leid und Elend brachte. Tatsächlich aber waren die Klonkriege vom dunklen Lord der Sith, Darth Sidious, inszeniert, welcher in seinem Doppelleben als Kanzler Palpatine der Republik beide Seiten des Krieges steuerte. Dabei konnte er den Verlauf des Krieges nach seinem Belieben steuern, um seinem Ziel näher zu kommen. Der Vernichtung des Jedi-Ordens, der Abschaffung der Republik und völlige Kontrolle über die Galaxis mit seinem ersten galaktischen Imperium. Was ihm auch gelang. Dabei ließ er die Order 66 ausführen, eine von 150 Notstandsverordnungen in der Armee der Republik, welche die Jedi zu Feinden erklärt. Um die 10.000 Jedi fanden durch diesen Befehl ihren Tod. Aber kann es sein, dass die Droidenarmee der Separatisten dabei auch etwas mitgeholfen hat? Die Kampfdroiden schießen ja unter anderem sowieso schon auf die Jedi. Wenn jetzt die Klone diese auch noch ins Visier nehmen, dann zählen sie doch ab jetzt als Verbündete, oder? Naja, so einfach ist es nicht, denn es herrscht ja immer noch Krieg. Auch wenn Palpatine beide Fronten befehligte, war die Order 66 kein Plan für beide Seiten. Es ging für die Klone nur darum, die Jedi zu eliminieren. Ansonsten war es immer noch eine Auseinandersetzung von der Republik gegen die Separatisten. Ich würde sogar behaupten, dass es den Jedi sogar in die Karten spielte, dass die Droiden immer noch auf die Klone feuerten, während diese abgelenkt waren. Palpatine bestätigte das offizielle Ende der Klonkriege ja auch erst ein bis zwei Tage nach der Order 66, da es doch schon etwas komisch wäre, wenn scheinbar plötzlich alle Jedi verschwinden und der Krieg einfach aus ist. Mit dem Tod von Count Dooku sowie General Grievous und der Ermordung des Separatistenrates hat die Republik den Krieg auch einfach mehr oder weniger ehrlich gewonnen. Wobei ich sagen würde, dass Palpatine und noch vielleicht seine engsten Anhänger die einzigen wirklichen Sieger des Krieges waren, auch ohne Hilfe der Droidenarmee während der Order 66. Wenn ihr jetzt aber noch wissen wollt, was wäre, wenn die Order 66 fehlgeschlagen wäre, oder euch interessiert, wer die Order 66 überlebt hat, dann könnt ihr hier rechts klicken. Und klickt die Links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.